Heute machen wir unser erstes kleines Spiel und zwar werden wir einen Counterbot schreiben. Viel Spaß! Bevor das Video beginnt, wollte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass wir einen super coolen Discord haben, bei dem sich alles rund ums Gaming dreht. Dort findet ihr immer coole Mitspieler für eure Games. Außerdem veranstalten wir regelmäßig Events, bei denen ihr sogar echtes Geld gewinnen könnt. Jetzt viel Spaß mit dem Video! So, zu Beginn bin ich jetzt hier erstmal wieder auf dem Test-Discord und habe eine neue Kategorie und einen neuen Channel erstellt, wo wir dann später counten werden. Jemand schreibt 1, dann der nächste 2, der nächste 3, der nächste 4 und so weiter. Und man soll eben keine so Buchstaben oder irgendwelche Zahlen reinschreiben können, die nicht in der Reihe sind. Das soll der Bot dann bitte direkt wieder löschen. Das heißt, er soll wirklich nur hochzählen. Und wir wollen auch noch, dass es im Thema der Beschreibung hier dann im Thema, dass es da angezeigt wird, bei welcher Zahl wir gerade sind oder was die nächste Zahl ist. So, und dazu würde ich sagen, machen wir eine neue Kategorie. Games. Und an sich ist das fast nur ein Listener. Das heißt, wir werden, als erstes machen wir uns hier eine Klasse in der Games. Also mal Counter. Game. Und hier müssen wir jetzt quasi eine Methode definieren, bei der das eben dann funktioniert. Gott, das ist zu heiß zum Arbeiten. Das heißt, wir machen hier zum Beispiel eine, machen wir direkt static, public static, void, count, update. Jetzt überlege ich gerade, ob wir überhaupt das übergeben. Ja, machen wir das alles hier. Das heißt, wir übergeben den Text-Channel. Zahl, beziehungsweise nur einfach direkt den kompletten String übergeben oder alles, was halt eingegeben wurde, die komplette Message. Genau, weil dann können wir das später, wenn ihr das für mehrere Server oder so machen wollt oder in mehreren Channeln, könnt ihr das alles direkt anpassen. Und schauen wir einfach mal im Command Manager. Und zwar ist uns jetzt egal, wie es startet. Das heißt, wir können es jetzt davor oder danach schreiben. Wir gucken jetzt nur einfach. If. Jetzt kann ich gar nicht mehr schreiben. Channel.get ID long equals Dites. Ups. Ja, gut. Da ist Discord. Jetzt können wir die ID wieder kopieren. Einfügen und L dranhängen. Also wenn es genau unser Channel ist, da könntet ihr dann eben einfügen, dass es für alle Channel funktionieren soll, die damit zu tun haben. Das heißt, ihr könnt quasi eine Liste erstellen, dass jemand per Command einen neuen Channel hinzufügen kann und dann da über alle, über mehrere verschiedene Server, das auch laufen kann. Genau, jetzt machen wir hier Counter Game.com Hilfe. Count Update, der Channel und die Message. Genau, alles richtig so. Jetzt gucken wir erstmal. Als erstes testen wir am besten, ob das auch wirklich eine Zahl ist. Das heißt, wir machen hier int Zahl. Können wir standardmäßig auf minus 1 setzen. Aber egal, eigentlich ist es egal. Ich überlege gerade, wir müssen eigentlich die komplette Message übergeben, damit wir sie einfacher löschen könnten, falls sie falsch ist und nicht nur die String-Message. Das heißt, wir machen Message. Die wollen wir übergeben, ist das jetzt natürlich falsch. Das ist dann event.getMessage. Ups, so rum. Das heißt, jetzt testen wir hier mit einem Try. Zahl ist gleich integer.parseInt message.getContentDisplay. Das wäre der gute Fall.
Und wenn das nicht der Fall ist, dann kommt hier eine Number Format Exception raus. Ich drücke auch immer daneben gerade wieder. Die wollen wir jetzt aber nicht in der Konsole ausgeben, weil ist uns ja eigentlich egal. Das ist ja kein direkter Fehler so gesehen. Sondern es ist einfach nur, dass jemand Scheiße eingegeben hat. Also irgendwelche Buchstaben oder so dabei waren oder Smileys. Das heißt, hier geben wir dann einfach eine Art Fehlermeldung, beziehungsweise wir löschen einfach die Nachricht. Message.delete.q. So. Damit haben wir das schon. Das war dann ganz einfach, da ist er schnell wieder weg. Dann haben wir jetzt hier die Zahl reingespeichert, wenn es eine Zahl war. Jetzt müssen wir dann quasi erstmal uns aus dem Channel rausholen, was genau für eine Zahl denn da ist. Das heißt, wir machen jetzt hier String title ist channel.getTopic war es, nicht title. Egal. Kommen wir dann. Ja, das passt so, okay. Geben uns direkt den String zurück. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir es ihn definieren. Wir könnten zum Beispiel sagen: nächste Zahl, Doppelpunkt und dann hier die Zahl. Zum Beispiel 1. Wäre ja der Anfang. Das heißt, wir testen erstmal if Titelpunkt contains starts with so. Und dann hier genau das nächste Zahl bis zum Leerzeichen, dass das Leerzeichen noch mit ist. Und wenn das der Fall ist, dann holen wir uns jetzt hier die Zahl s, also ich nenne einfach mal Zahl s, das ist jetzt für den String. Dann machen wir es next s, weil es ja die nächste Zahl ist. Das ist dann jetzt hier title. Wir können jetzt mit substring oder mit replace arbeiten. Ich weiß gar nicht, was schlauer wäre. Na, einfach replace first. Vielleicht. Und kopieren uns das jetzt genau so nochmal raus. Muss auch mit nichts replacen. Dann sollten wir hier genau nur noch die Zahl haben für das nächste. Da an sich machen wir wieder dasselbe wie oben drüber. Int next ist minus 1. Try next s. Next ist gleich integer.parseInt next s. Ansonsten catcht er uns wieder eine Number Format Exception. Und da machen wir auch einfach wieder message.delete.q. Ach, und was ich noch vergessen habe, wir tun danach direkt immer return, damit er uns da nicht weitermacht in den Stellen. So. Wenn das der Fall ist, dann ist eigentlich alles gut. Das heißt, wir machen dann... jetzt müssen wir erstmal... ich bin gerade so doof. Das ist ja falsch, das ist nur der Titel falsch. Dann tun wir hier gleich einfach das nächste machen wieder unten. Dann machen wir einfach noch eine Methode. Public static void setup channel. Channel. Und würde ich fast sagen, tun wir den Channel erst einmal komplett löschen. Also purge messages channel. History. History.q. Mag er nicht. Ist das irgendwas falsch gemacht? Patch Message ist kein Q. Okay, gibt eine Liste zurück. Egal. Dann
haben wir den auf jeden Fall erstmal gelöscht, den Channel, dass da nichts mehr drin steht. Und dann machen wir channel.getManager.setTopic. Und am besten kopiert ihr das hier, damit ihr da ja nichts falsch schreibt. Und einfach ein 1 hinten dran. Müssen wir das jetzt queuen? Ja, das müssen wir queuen. So. Genau, dann kann es auch eigentlich schon losgehen. Mit dem oben drüber wieder. Das heißt, das da brauchen wir eigentlich gar nicht, weil es dann eh gelöscht wird. Da machen wir dann einfach nur Setup Channel. Wenn der Titel oben falsch ist. Wenn der Titel aber richtig ist, dann müssen wir jetzt erstmal vergleichen. If Zahl equals next. Eigentlich brauchen wir nur testen, wenn es nicht der Fall ist. Wenn die nicht gleich sind. Weil dann müssen wir die Nachricht einfach wieder löschen. Ansonsten können wir sie ja stehen lassen. So, und jetzt tun wir hier nochmal ein Else anhängen, weil wenn das nicht im Titel steht, dann müssen wir auch einfach Setup Channel machen. So, ich glaube, das war es auch eigentlich schon. Jetzt muss ich noch einmal drüber gucken. Ich bin nämlich gerade sehr heiß gelaufen. Kann es leicht sein, dass ich was übersehe. Also wir rufen das Count-Update auf. Wir haben eine Zahl, das ist die, die eingegeben wurde. Testen, also versuchen wir erstmal die zu setzen. Wenn das nicht der Fall ist, dass da irgendwie ein Buchstabe drin ist oder irgendwas, was keine Zahl ist auf jeden Fall, wird es direkt gelöscht. Weiter. Wenn das eine Zahl ist, ist alles okay. Dann testen wir, holen wir jetzt erstmal die Topic. Kann null sein. Dann sollten wir vielleicht auch testen, dass die nicht null ist. Mal hier. If title nicht gleich null. Und ja, die schreiben wir auch noch. Und sie damit startet, dann ist alles gut. Dann versuchen wir uns die Zahl hier rauszuholen, indem wir den Titel nehmen und das vorne wegschneiden. Das heißt, wir haben nur noch hinten dran die Zahl, wenn da eine Zahl steht. Testen das, setzen das in Next rein. Wenn es eben keine ist, dann rufen wir Setup Channel auf, dass das Ganze nochmal gesetzt wird, gelöscht wird und ist auf 0. Das heißt auch, sobald ihr die Topic irgendwie verändert, irgendwas falsch reinschreibt, bam, ist der ganze Channel wieder bei 0. Vielleicht nicht so gut. Wenn ihr irgendwas verändern wollt, dann müsst ihr das wirklich hier überall machen. Damit das auch ja überall übernommen wird. Also wenn ihr da Emojis oder so reinsetzen wollt, macht das hier. Genau, und wenn das eben eine Zahl ist auch, dann vergleicht er die beiden Zahlen. Wenn sie nicht gleich sind, wird einfach die letzte Zahl, die geschrieben wurde, gelöscht. Ansonsten bleibt es ja verstehen. Ah, stimmt, hier müssen wir dann jetzt noch machen. Das können wir einfach hier drunter machen, weil davor wurde ja alles returned. Machen wir die nächste Zahl. Tun wir einfach hier statt 1 plus next. Was wir auch ganz gut machen könnten, es wäre dann für euch einfacher zum Ersetzen, falls ihr den Namen ändern wollt. Machen wir eine public static string prefix. Ups. Und das ist genau dieses nächste Zahl mit dem Leerzeichen. Schreibt mal groß, weil es eine Static ist. So, und jetzt können wir einfach machen, wenn es mit dem Präfix startet, dann soll der Präfix ersetzt werden. Beim Topic soll er den Präfix davor packen und hier soll er auch den Präfix davor packen. Und dann 1. Weil jetzt könnt ihr einfach hier oben direkt das verändern und es ist dann bei allen gleichzeitig verändert. Und damit habt ihr da auch keine Probleme mit. Genau, in Commandlisten haben wir das schon reingetan. Das heißt, wir testen das Ganze einmal aus, indem wir jetzt starten. Ja, wir wollen den Zugriff zulassen. Bot ist online. Den Channel hatten wir auch schon gemacht. Da steht jetzt noch nichts drin, also ist eigentlich völlig egal, was wir reinschreiben.
instant gelöscht. Ah, genau, wir haben jetzt 1 reingeschrieben. Klappt das? Wenn wir jetzt 3 reinschreiben, wird die gelöscht. Unsere 1 wurde nicht gelöscht, okay. Ich tue nochmal komplett löschen. 1. 2. Okay, er tut das noch nicht updaten. Kommen da Fehler? Es kommen keine Fehler. Ach so, klar, weil die Next natürlich nicht eins hochgesetzt wird. Das soll er ja vergleichen und dann soll er hier natürlich plus 1 machen. Sonst macht es ja keinen Sinn. Das heißt, wir fangen an. 1, bam. Jetzt steht er um 2. Nochmal 2, bam. Wenn wir jetzt nochmal 1 machen, gelöscht. 3, 4, 5, 6. Genau. Das klappt alles super. Jetzt könnten wir hier im Arbeiten noch einen Slow-Mode reinmachen, dass man sagt, okay, darf nur jede Minute geschrieben werden. Und jetzt kann ich euch das einmal zeigen, wenn wir hier jetzt irgendwas dran verändern, zum Beispiel tun wir hier ein Leerzeichen mehr rein, dann passiert Folgendes. Es passiert gar nichts, okay, weil der 2 Leerzeichen direkt wieder wegnimmt. Doofes Beispiel. Ja, er hat es direkt wieder weggenommen, dann tun wir hier einfach mal ein Ä rein. Oder ein Ö. Ja, keine Ahnung, irgendwas. Was auf jeden Fall anders ist. Ah, er hat es aber schon geändert gehabt. Er fängt auf jeden Fall bei 1 an, aber er löscht das noch nicht. Und mal gucken. Dann machen wir da Get History from Beginning. Oh, das mag er nicht, das ist outdated. Achso. Nee, war das nicht History gerade? Was hatten wir denn da? Get History gibt uns eine Message. Ja, da Message. Genau. Und was macht der jetzt nicht? Oh, weil uns das eine Action zurückgibt. Das müsste man dann wahrscheinlich so machen. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt klappt. Testen wir einfach direkt aus. Kanal bearbeiten. Bam, genau, komplett gelöscht. Kam auch kein Fehler. Nächste Zahl ist wieder 1. Dann geht es wieder weiter. Oh, das geht nicht. Das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Das geht wirklich dann nur 7. Ja, so einfach geht's. Das hatten wir auch. Hoffentlich alle Fehlerfälle behandelt und es ist wirklich nicht viel. Und wenn ihr da jetzt das für mehrere Channel machen wollt, dann müsst ihr einfach nur quasi eine Liste an IDs erstellen. Könnt ihr auch machen, dass man einträgt, in der Datenbank speichern. Haben wir alles durchgenommen. Das dürfte dann kein Problem mehr für euch sein. Jo, und dann haben wir hier in dieser Mini-Klasse eigentlich schon ein komplett universelles Counter-System geschrieben. Wir könnten jetzt hier auch mal beispielsweise das abändern. Wir hatten ja da diesen. Ups, was mache ich denn jetzt hier? Den Bananen-Emoji. Bin mir gerade nicht sicher, ob er das da so einfach übernimmt, aber wir können es ja mal versuchen. Ach, das ist ja static. Okay. Ja, bei static strings tut er das nicht direkt übernehmen. Das heißt, wir müssen den Bot einmal beenden und nochmal neu starten. Damit das hier oben geladen wird. Jetzt tun wir zum Beispiel mal hier abschreiben. Bam. Ah, genau, hat Banana genommen. Ist zwar. Ach, das war Banane und nicht Banana. Egal, aber auf jeden Fall, es klappt auch mit Emojis, wie wir gesehen haben. Mal hier 1, 2, 3 und so. Klappt alles perfekt. Damit würde ich sagen, viel Spaß beim Nachprogrammieren. Aktuelle Version lade ich auf GitHub hoch, falls ihr sie braucht.
Das heißt, ich werde unten noch einen GitHub-Link reintun. Wenn ihr unbedingt die komplette Sources wollt, habt ihr sie auf GitHub perfekt, vollständig online. Und falls euch wundert, warum das jetzt das 11. Video ist und nicht das 10., dann schaut mal in den Community-Tab oder in die Playlist. Der liebe Flaxi hat nämlich letzte Woche für mich ein Video aufgenommen, weil ich keine Zeit hatte. Das heißt, das ist bei ihm auf dem Kanal. Wäre super, wenn ihr da einfach mal dann vorbeischaut und euch da das nochmal anschaut. Hat auch super ein paar kleine Commands gemacht. Er freut sich bestimmt, wenn ihr da einfach mal vorbeischaut, ihm ein nettes Kommentar drunter da lasst oder so. Genau, würde ich sagen, tschö und bis zum nächsten Mal.